Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays Spellforce The Breath of Winter. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinen alten Spielstand geladen vor der Aktivierung des Monuments, denn ich habe mich entschlossen, ich werde mich erstmal in Ruhe erkunden, hier werde ich mich ein bisschen umschauen. Ich werde das Heldenmonument, warum ist es wieder 15 FPS, das gefällt mir nicht. Egal, ich habe das Heldenmonument vor zu aktivieren. Warum läuft Emerald so komisch? Egal. Ich werde jetzt, wie gesagt, erst einmal alles erkunden und das Monument noch nicht aktivieren, denn ich habe gemerkt, es wird mir sonst zu stressig und die Taktik für diese Karte ist eigentlich, sich Zeit zu lassen. Und warum habe ich nur 15 FPS? Das macht mich nervös irgendwie. Ja, ich werde jetzt erstmal alles erkunden. Die ganze... Ja, was hier das Ganze angeht, mein Platz, auf dem ich später meine ganzen Sachen bauen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich hier den Stein nehme oder den Stein, der da unten ist. Die Glutfänge sind eigentlich nicht so schlimm, wenn man sich das vorstellt. Wenn man sich das mal anguckt, also... Genau, ich muss... Das ist eigentlich meine einzige Aufgabe hier. Die Schatten versuchen, ins Schwert zurückzudrängen. Und ich habe übrigens den Sound wieder leiser gestellt. Ich habe in den letzten Videos, die ich aufgenommen habe, gemerkt... man hört mich kaum in Kampfsequenzen, weil die Musik so... Also weil der Sound so krass laut ist. Es liegt daran, weil ich einmal mit Kopfhörern aufgenommen habe. Also an meinem Headset, der auch noch die Kopfhörer gemacht hat. Es war keine so gute Idee. Schnell. Weil dann war es irgendwie wieder zu leise oder so. I don't know. Okay, hier ist was. Hier sind Schatten. Und hier ist Chosain, der Einsiedler. Okay, hier gehe ich noch nicht lang. Sofort. Und los. Ich werde jetzt erstmal hier alles angucken in Ruhe. Und dann werde ich das Monument aktivieren. Davor werde ich natürlich nochmal speichern, damit ich hier auch alles schön erkundet habe. Hier ist das Aria-Vorkommen. Hier ist noch mehr Aria. Ah, die sind mir immer noch ein bisschen zu laut. Soundeffekte. Mal die Musik ein bisschen leer. Ach, Klappe. Okay, hier zwei Aria-Quellen. Und los. Welche davon aktiviere ich? Das ist eine gute Frage. Hier unten ist ein riesiges Feld zum Bauen. Hier geht's, glaube ich, nach oben. Ja, genau, hier ist der Pfad nach oben. Aber hier sind viel mehr auf einem Fleck. Das verstehe ich nicht. Folgt mir. So. Ich verstehe auch übrigens immer noch nicht, weshalb sich die... weshalb einige feindlich geworden sind, obwohl... Ich... Huch, was ist denn hier? Hier ist was. Hier geht's irgendwo hin. Da gehe ich aber noch nicht hin. Ich werde auf meiner Campsite erstmal bleiben. Ich dachte immer, dass es zusammenhängt, dass es damit zusammenhängt, dass immer wenn ich ein Gebäude baue oder eine Einheit ausbilde, dass dann Schatten feindlich werden. Aber irgendwie war es total random. Ich habe nämlich ja schon meine 5 ausgebildet und kurz so und irgendwie ziemlich lange danach. Hatte ich zumindest das Gefühl. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber... Es wäre schon richtig blöd, wenn die wirklich random böse werden. So, hier ist Eisen. Ja. Das Problem ist, das Eisen werde ich noch nicht erschließen können. Weil ich muss mich erstmal hier oben kümmern, dass hier der Stein abgebaut wird. So. Was ich auch machen werde, ist wahrscheinlich mit meinen Leuten patrouillieren. Schnell. Ich weiß nicht. Okay, hier geht's auch weiter. Oh, ich kann ganz schön weit sehen, merke ich gerade. Ich wage mich mal ein bisschen vor. Okay, ich habe ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass hier ein Mensch ist. Chosain, der Einsiedler. Ich kann auf jeden Fall mit dem reden. Vielleicht muss ich auch mit dem reden. Entschuldigt, wenn ich schniefe. Es ist nur, dass ich ein bisschen angeschnupselt bin. Okay, wo geht's hier hoch? Hier geht's irgendwo hoch.
das macht mir Angst. Na gut, hier geht's auch noch hoch. Na gut, ihr geht trotzdem jetzt mal wieder hierher. Sofort. So, ich habe jetzt ungefähr die gesamte Seite des Camps erkundet. Ah, ihr geht gleich hier lang. Ich hoffe, da sind keine Schatten. Ja, ich habe die gesamte Campsite erkundet und deswegen werde ich jetzt speichern und meinem Monument aktivieren, obwohl... Oh, hier geht's auch hoch. Okay, also die Glutfänge sind keine große Karte. Auf keinen Fall, die sind nicht... Oh, hier sind Schatten. Böse Schatten. Alles klar. Okay. Oje, oje. Ich könnte natürlich auch versuchen... Schnell! Die da hinten... Na, das sind, glaube ich, zu viele. Okay. Ich werde abspeichern. Das Monument aktivieren, dann werden wahrscheinlich die ersten böse werden. Wie gesagt, die Glutfänge sind keine großartige, große Karte. Ich mach's hier. Die sind lediglich eine... Aha! Aha! Seht ihr? Seht ihr hier? Jetzt sind sie plötzlich feindlich. Ich habe noch nicht mal das Monument aktiviert. Na gut, dann kümmert euch erstmal um den da oben. Da unten gehe ich noch nicht hin. Ich frage mich, was der Faktor dafür ist, dass sie feindlich werden. Macht mal Sachen. Kabum! Bum! Unterbrochen, mein Junge! Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, weshalb und warum und wie. Aber, so. Sie spawnen natürlich immer wieder, das heißt, die Gefahr ist nie ganz gebannt. Ich werde jetzt, wie gesagt, das Monument aktivieren. Ist es auch... Moment, das will ich jetzt ausprobieren. Ist es auch jedes Mal, wenn ich speichere? Weil das wäre echt bescheuert. So, ich speichere jetzt nochmal so. Nein, okay. Mann, ich werde schon paranoid hier. Okay. Und? Ja. Hier. Gut. Schnell. Dann macht sie mal nieder. Schließt die Reihen. Macht sie mal kaputt. Es werden bestimmt jetzt ganz viele feindlich, weil ich 5 Arbeiter mache. Ich hoffe, du wirst nicht feindlich, mein Großer. Sie sind überall. Was ist? Ich glaube, der Sound ist immer noch ein bisschen laut, oder? So, okay. Wie kann ich dienen? Macht mal den Stein hier. Soll ich... Hier ist so viel Stein, aber hier sind auch... So, egal. Sie sind überall. Schnell. Wunderbärchen. Ich lasse die erstmal ganz viel Stein hacken. Und mach die Schatten hier erstmal hier unten kaputt. Wie gesagt, das Motto dieser Karte ist nicht überstürzen, sondern Zeit lassen. Das habe ich falsch verstanden. Es ist wichtig, bei dieser Karte sich Zeit zu lassen. Und was ich auch machen werde, was eigentlich auch, genau, was auch meine Taktik war, als ich es privat mal durchgespielt habe. Aua. Als ich privat durchgespielt habe, war es so... Ja genau, mach mal Mana-Raub bei mir, du Idiot. Mach das ruhig. Zur Ehre Aonias. War es so... Man kann nicht an dem meinen Satz beenden. Dass es sich eigentlich immer bewährt hat, ganz viele Türme hinzubauen. Ja, dass ich immer so viele Türme wie möglich baue, und zwar alle auf einem Haufen. So, dich mache ich auch noch nieder. Ich kriege ja auch Erfahrungspunkte für die. Das heißt so viel wie... ich werde mit jedem Gebäude, das ich baue,
werden ein paar Schatten feindlich. So. Ah, da ist einer gespawnt. Und das heißt, wenn ich zwischen die Gebäude so eine Gruppe von circa, ja, sagen wir, drei Hexatürmen und zwei Geistbrechern mache, dann dürfte ich eigentlich gut mit hinkommen. Das Problem ist, ich brauche Aria dafür. Das Aria-Vorkommen wird allerdings, nein, nicht hier, das Aria-Vorkommen wird allerdings nicht so gut beschützt. Das heißt, ich könnte hier zwei Helden hinstellen und so lange bewachen lassen, bis ich hier Türme habe. Und dann kann ich auch noch das zweite Aria-Vorkommen erschließen. Eisen und Mondsilber. Eisen hier, Mondsilber hier. Werde ich noch nicht erschließen. Zumindest noch nicht in diesem Video. Es ist mir noch zu riskant. So, jetzt werde ich erstmal wieder 5 Einheiten bauen. Mal sehen, ob die dann ausrasten. 1, 2, 3. So. Alles, was ihr wünscht. Bleibt mal hier. Na, werden sie feindlich? Nein, okay. Da mache ich jetzt mal was ganz Gewieftes. Ich mache hier unten einen Steinbruch hin. Vor allem, es ist so, mit jedem fertiggestellten Gebäude werden sie feindlich, soweit ich weiß. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich komplett verrenne gerade. Schnell. So, ich latsche mal mit denen ein bisschen her. Schnell. Mir nach. Ich mache es so. Emerald. Der Magier. Und Kyra. Bleib hier oben. Ihr geht nach unten. Wird sofort ausgeführt. Ihr geht nach unten. Bereit. Und los. Weil ich brauche auch einen Tank da unten und vorwärts. Mal gucken, wo jetzt sie feindlich werden. Der Steinbruch ist gleich fertig. Das Gebäude ist fertig. Und? Und? Feindlich? Hallo? Hallo, ich habe ein Gebäude gebaut. Findet ihr das nicht komisch? Aha. Nein, nein, Emerald. Hier. Für die Rune. Hier. Okay. Die Rune ruft? Okay, es sind zwei feindlich geworden. Gut. Das Gute ist auch, dass die Angriffe der Schatten nach einer Zeit abflauen. Das heißt... Zum Angriff! Ah, Zaubernebel Stufe 9. Das heißt, wenn ich... brauche ich es noch nicht, aber egal. Das heißt, wenn ich mir wirklich richtig viel Zeit lasse, dann kann ich dann brauche ich mich gar nicht mehr so richtig darum zu kümmern. Um diese, ja, Lebensraube ruhig, Lena, das ist mir Schnuppe. Dann brauche ich mich gar nicht mehr so um diese Leute zu kümmern. Bereit. Weil die halt, und los. Ja, nicht mehr so viele sind. So. Hier bin ich, Meister. Vergebt es mir, es ist, lasst mich auf meine Uhr gucken, spät. 11:30, um genau zu sein. Ah, da ist wieder einer feindlich geworden. Schon wieder. Auf meinen Befehl. Oh. Wieso die jetzt auf einmal... Hä? Ich weiß echt nicht, was los ist. Wie kann ich so, ihr baut mir jetzt... Züchter, natürlich, wäre super. Aber ihr baut mir jetzt ein kleines Haupthaus. Und zwar hier hin. Leute, mein... Ofen, oh, oh verdammt! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Oh nein, oh nein, es sieht doch schon wieder nicht gut aus. Alles klar. Ein Monument verliert seine Kraft. Ja, ich merk's. Zur Ehre, gib mir ein Ziel. Niemand hält uns auf. Elend, leite mich.
sind. Hab ich schon mal erwähnt, dass das alles richtig scheiße ist. Auf meinen Befehl. Oh Gott. Sagt mir doch, dass ich halber sterbe hier. Das gibt's doch nicht. Und mach das lass das Heldenmonument in Ruhe. Gott, nee. Ach so, weil ich das Gebäude gebaut habe. Natürlich. Hier bin ich, Meister. Ich bin ein kleiner Depp. Okay, wo ist der Steinmetz? Oh, wäre natürlich auch was. Schmelze. Oh, nix schreien, da ist er. Ob ich vielleicht schon erstmal die mittleren, die Haupthäuser bauen sollte? Dann habe ich zumindest die schon mal aus dem Weg. Ja komm, ich baue noch das mittlere Haupthaus. Dann habe ich zumindest das schon mal. So, ihr geht wieder runter. Verstanden. Aha. Aha, ich wusste es. Ich wusste es. Mann. In die Schlacht. Macht sie nieder, los. Das gibt's doch einfach nicht. Ihr seht's. Seht ihr's? Seht ihr's, wie ich diese Karte als stressig empfinde? Mensch, das ist echt schlimm. Kannst du mal aufhören, mich zu lebensrauben? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann, es spawnen so viele nach. Los. Macht ihn kaputt. Feindlicher Angriff. Oh, Eisschlagstufe 9. Wir haben aber schöne Zauber dabei. Schließt die ein. Haltet durch, Männer. Und bam. Yay, noch mehr Eiszauberchen. So. Ihr bleibt trotzdem oben. Ich dachte schon, hier ist wieder ein Feind. Und los. Du machst mal weiße Allmacht. Okay. Auf dem Weg. Okay, die interessieren uns momentan nicht. Ich möchte ja erstmal hier nur meine schöne Steinmetze beschützen. Gnarf! Das ist echt anstrengend, habe ich das schon mal erwähnt. Okay, das mittlere Haupthaus ist fertig. Meister? Jetzt müsste ich eigentlich den Onyx-Schrein bauen. Na gut, dann mach den da hinten mal nieder. Wo ist er denn? Hallo? Da. Mach den mal kaputt. Und dann würde ich auch sagen, Freunde der Nacht. Wie gesagt, jetzt seht ihr ungefähr, wie ich das angehen werde. Ich werde jetzt nach und nach immer mehr Gebäude bauen. Und bevor noch mehr Schatten auftauchen und es wieder ein Chaos versinkt, werde ich pausieren kurz. Ich werde nicht viel machen offscreen. Das kann ich euch versprechen. Ich werde Gebäude bauen. Beziehungsweise, ich werde Türme bauen. Ich werde jetzt das Aria-Vorkommen erschließen, das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde versuchen, mit meinen Helden es so gut zu managen, dass ich nicht überrannt werde von Schatten. Also, ich mache es dann jetzt immer so, in dem Ding, ich baue Gebäude, ich kloppe mich mit Schatten. Ich baue Gebäude, ich kloppe mich mit Schatten und so weiter. Immer so weiter. Und sobald ich Türme gebaut habe, nur Türme, werde ich die anderen Rohstoffvorkommen erschließen und werde mich dann weiter, während ich meine Armee ausbilde, werde ich mich mit meinen Helden weiter umgucken und mal sehen, was es mit diesen Einsiedler hier hinten auf sich hat. Also ihr werdet wirklich nicht viel verpassen. Ich werde nur meine Basisverteidigung aufbauen, weil ich glaube, das wird wirklich 2, 3, 4 Videos, wenn es hochkommt, in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter, wenn meine Siedlung noch nicht komplett ist, aber zumindest, dass ich ein bisschen weniger Stress im Video habe. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.